Jeden Montag stehen wir hier und ermöglichen den Menschen der Stadt, ein offenes Mikrofon zu nutzen, gewaltfrei, jugendfreundlich und in guten Ton, dann darf hier jeder sprechen. So, und da ist schon der nächste Teilnehmer. Und nächsten Montag, nicht erschrecken, da stehen wir auf der anderen Straßenseite, weil hier das Klohäuschen vom Iron Man steht. Genau. Guten Abend. Ich habe eben gerade gehört, Friede, Friede. Da fehlt nur noch Friede Springer. Da sind wir komplett. Und ich habe gehört, vorhin wurde jemand gefragt, warum soll ich wählen? Ja, ist doch ganz einfach. Ist leider nicht von mir, aber ist ganz einfach. Deutschland hat die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Und darum soll ich wählen? Und darum soll ich wählen? Du wolltest doch eine Antwort geben, warum ich wählen soll. Also. Ich habe eine Idee. Das sind alles ehrenwerte Menschen. Reicht mir nicht. Das heißt ja normalerweise schriftliche Antwort, sehr geehrte, wir können das verändern. Ehrenwerte, Frau Merkel. Tja, bin ich jetzt nicht so ganz mit einverstanden. Also die Leute, die hier neu dazugekommen sind. Ich hatte vorhin gefragt, warum soll ich wählen? Das ist mein Problem. Mein Problem ist nicht, wen ich wählen soll, sondern warum. Weil nach meinen Erfahrungen sich nichts ändert. Ob man eine Friedenspartei oder eine Kriegspartei wählt, so wie ich das damals mit den Grünen gemacht, als Friedenspartei. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, in den Krieg zu ziehen. Und deswegen, wenn hier jemand steht und wählen geht und mir sagen kann, warum er das tut, dann lerne ich vielleicht noch dazu. Also traut euch, kommt hier ran oder wenn ihr nicht mit mir stehen wollt, dann gehe ich jetzt auch gleich weg, dann könnt ihr einfach alleine hier stehen. Aber ich wäre froh, wenn ich bis in 6 Wochen irgendwie mir klar werden würde, warum ich wählen soll. Moin. Moin. Die, die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Und die, was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Weil ich dann immer, wenn ich jetzt so als Weil, als Herrn Weil, als Politiker in den... Wo kommt der Weil her? Thüringen? Niedersachsen. Niedersachsen. Und der macht Deckenjob, Vorstand, und er ist Ministerpräsident von Niedersachsen, sozusagen. Weil hat auch jetzt hier so einen Skandal, wo er jetzt verneinte, dass er hörig ist dieser Fabrikationen. Wir wissen doch, dass die Politik die Gesichter sind der großen Konzerne. Die Welt ist aufgeteilt in Konzerne, das ist doch lange uns bewusst. Und wenn Weil das absegnet, dann ist es nicht... Weil er das mal macht, sondern weil das gang und gäbe ist. Weil die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Und die, was zu sagen haben, die werden nicht gewählt. So wie der Herr Ministerpräsident Stoiber war das, glaube ich. Ich glaube, die Christsozialen und die Christdemokraten haben sich ja so gespalten, dass die Sozialen nicht mehr demokratisch sind und die Demokraten nicht mehr sozial sind. Denken wir mal drüber nach, ey. Sozial, die nicht demokratisch. Und die Demokraten, die sind nicht sozial. Wie krass ist das denn? Also, geht mal schön wählen. Mir ist was eingefallen, was man wählen könnte. Menschlichkeit nicht nur aussprechen und im Geiste mal rumträumen, sondern die Menschlichkeit für sich selbst vorleben und selbst leben und die Erkenntnisse dem anderen weitergeben, was er so erfahren hat, in Menschlichkeit. Das wäre vielleicht das eine. Und das andere ist, wir sollten den Versuch unternehmen, bei einem gerügten Wahlgesetz vom Bundesverfassungsgericht aus dem Juli 2012, das Wahlgesetz wurde gerügt,
Klingelingeling. Was wählt man denn mit einem nicht konformen Gesetz? Also, vielleicht mal eine Frage stellen, bevor wir wählen. Die Parteien selbst, für die wir sprechen, anfragen, ob das korrigiert worden ist. Rechtssicher, dass wir auch eine Wahl haben. Das wäre vielleicht mal die Frage an die Partei. Und dass jeder aufgefordert ist, an gültige Gesetze zu halten, die nur als geltendes Recht verkauft werden, ohne Unterschriften auf Gerichtsurteile und Polizeibriefe. Einfach mal fragen, ob das so erlaubt ist. Vielen Dank. Menschen, Fragen stellen. Ja, die Sache mit dem gerügten Wahlgesetz, um die habe ich mich auch mal gekümmert. Und es wird tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht die Wahlen das Wahlgesetz für ungültig erklärt hat. Soweit ich weiß, gab es dann aber 2012, wurde im Bundestag da tatsächlich Veränderungen gemacht. Das ist Fakt. Aber ob das Bundesverfassungsgericht danach gesagt hat, ja, jetzt ist es in Ordnung, davon habe ich nichts gehört. Aber wie gesagt, es gab eine Veränderung, nachdem es gerügt wurde, nach meinen Informationen. Jetzt wurde gerade über den niedersächsischen Ministerpräsidenten gesprochen, dass er da irgendwie mit VW gekungelt hat, wie alle vor ihm auch. Und es wurde gesagt, dass die haben abgewirtschaftet. So, wir leben ja in einer guten Demokratie, wie ich vorhin schon gesagt habe. Jetzt überlegen wir mal, die haben abgewirtschaftet. Wählen wir also eine frische neue Regierung in Niedersachsen, die CDU. Und was ist da? Ist das jetzt besser? Welche Hoffnung hat man denn überhaupt? Eigentlich keine. Es gibt keine Partei, die irgendwie von den ganzen Sachen weg ist. Ja, vielleicht so ganz kleine. Aber sonst hat man doch keine Hoffnung. Eindeutig nicht. Ja, Mann. Genau, ich sag nichts, sondern ich bin ja nur der Moderator und probiere hier diese Versammlung ein bisschen zu ordnen. Hier ist ein offenes Mikrofon, hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an unseren Rederahmen von 6 Minuten hält. Angemeldete Reden bis zu 20 Minuten nehmen wir heute nicht mehr an, denn so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir sind steuern auf den 8:30 zu und 9 wollen wir hier schon vom Platz sein. Danach ist dann nur noch eine Aftershow-Party hier. Da könnt ihr noch so lange bleiben, bis in die Nacht tanzen, wie ihr wollt. Aber 9 müssen wir dann weg. Also, das Mikrofon ist offen, gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton. Da vorne haben wir eine Spendendose. Wir müssen diese Versammlung immer für 5 € bezahlen, jede Woche, Woche für Woche. Was wollte ich noch sagen? Achso, Moderatoren gesucht. Wer Lust hat, nächste Woche und übernächste Woche und überübernächste Woche oder vielleicht auch noch länger hier den Moderator zu spielen. Der kann das auch gerne tun, muss nur dann mal vor der Versammlung, also vor 18.30 Uhr am Platz sein und nach der Versammlung. Oh Jungs, wir haben hier eine Friedensversammlung, streitet euch bitte nicht hier. Das wäre mir ganz lieb. Oder zu Hause. Genau, gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton geht das hier weiter und das Mikrofon ist offen.